Und wir sind wieder auf dem Weg, dieses Mal einen Truck platt machen, einen ganzen Konvoi. Oder aus einem Zwillissen gekillt. Warte mal, du hast doch gerade hier bei Zeugen gekillt, oder? Ja, ist egal, ja. Fahren wir schon ein bisschen. Da sind so, zwei drinne. Vorne, fahr weiter, ist egal. Warte mal, ich guck mal. Okay, mehr bringt er nicht. Ich hab hier langsam. Hier ist ein anderer Schütze, hier ist ein anderer. Da vorne den Truck bitte platt machen. Pass auf, pass auf. Okay. Ja, töte keine unschuldigen Zivilisten, steht da, mein Freund. Du bist noch umgebracht. Lass mich kurz den Typen sprengen da vorne. Er ist reingefahren in meinen MG-Feuer, genau gesehen. Mann, Sascha. Ein gutes Fahrzeug ist nicht witzig. Du hast ein gutes Fahrzeug zerstört. Jetzt haben wir kein Fahrzeug mehr wegen dir. Dass wir schießen können. Ja, das ist schade eigentlich. Aber ich kann dir helfen, Deputy. Ich kann die Sünde abwaschen. Ich kann deine Seele reinigen. Alle Mann zurück! Es wird schwierig und es wird. Als Seite. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht. Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher wird. Und einen Konvoi töten. Alles, dann auf ins Fahrzeug. Jeder fährt sich selber. Ja, supi. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf, Dutch Out. Was heißt das, du wurdest gezeichnet? Ja, gut aufpassen. Jetzt kommen jetzt stärkere Mobs. Die Deputy-Jagd-Saison ist eröffnet. Werden wir entführt gleich vielleicht. Warum kommen jetzt stärkere Mobs? Ja, weil du jetzt die erste Widerstandsstufe erreicht hast. Irgendwie bin ich gerade voll in Zeitlupe. Ja, wir sind unter Drogen. Supi. Und Sequenz. Ich bin im Himmel. Stimmt, bin ich schon wieder tot? Nee, Sequenz. Und jetzt psst. Kommt mir nicht sehr blödig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bringen Sie runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Ah.
wartest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bringt sie zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Sie wird die Entsühnung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Und zeig kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Yeah. Klar, wie geht's, Mann? Gut, selbst. Super. Ich will gerade einmal schießen.